Die Natur gleicht einem Puzzle mit unzähligen Teilen. Alles gehört zusammen. Alles funktioniert nur miteinander. Zu diesem vielfältigen Netzwerk gehören alle Lebewesen unserer Welt. Die Großen wie die Kleinen. Und nicht die Größe macht die Wichtigkeit. Ohne Insekten sähe unser Leben dramatisch anders aus. Insekten sind die Hauptnahrungsquelle für Fische und Amphibien. Ihr Speiseplan besteht bis zu 90% aus den kriechenden und fliegenden Tierchen. Auch Vögel ernähren sich hauptsächlich von Insekten. Mauerseglereltern zum Beispiel verfüttern täglich die unglaubliche Menge von etwa 20.000 Insekten an ihre hungrigen Jungtiere. Pflanzen brauchen Insekten ebenfalls. Sie gedeihen dank der Bodenarbeit unterschiedlichster Käfer oder Ameisen und vermehren sich durch fleißige Bestäuberinnen wie Bienen oder Fliegen. 75% aller Pflanzen sind zum Überleben auf Insekten angewiesen. Den Kakaobaum zum Beispiel bestäubt nur eine einzige Fliegenart, die sogenannte Bartfliege. Ohne sie gäbe es gar keine Schokolade. Dank der Insekten können wir uns also von Gemüse und Früchten ernähren. Aber auch Fleisch- und Milchproduktion braucht die Arbeit der Insekten. Denn unsere Nutztiere wie Kühe und Schafe fressen Pflanzen. Damit ist ein Drittel unserer Nahrungsmittel auf Insekten zurückzuführen. Wenn wir diesen Gedanken weiterführen, dann gibt es ohne Insekten auch keine Kleider aus Naturfasern, wie Baumwolle, Schafwolle oder Seide. Und Insekten verwerten totes Holz, Kadaver und Kot, den natürlichen Abfall der Erde. Dungfressende Käfer zum Beispiel leisten auf der Welt alljährlich Dienste im geschätzten Gegenwert von unglaublichen 20 Milliarden Dollar. Insekten sind für unser Dasein auf dieser Erde überlebenswichtig. Trotzdem sind sie uns Menschen nicht immer willkommen. Viele ekeln sich vor den krabbelnden Sechsbeinern, anstatt sie als helfende Freunde zu betrachten. Schlimmer noch, wir geben pro Jahr weltweit mehr als 5 Milliarden Dollar aus, um sie bei uns zu Hause zu vernichten. Nun stell dir also vor, es gibt keine Insekten mehr. Viele Tierarten stürben aus. Das Gleiche gilt für die von Insekten abhängigen Pflanzen und die von diesen Pflanzen abhängigen Tiere. Der größte Teil unserer Nahrung fiele weg. Das Leben wäre eintöniger, entbehrungsreicher, härter. Schlicht weniger lebenswert. Und überall Abfallberge von Kadavern, Kot und toten Pflanzen. Ohne Insekten leben wir Menschen keine 10 Jahre mehr, sagt der berühmteste aller Insektenforscher, Edward Wilson. Wir haben die Wahl. Eine Fliege töten oder eine Fliege aus dem Fenster fliegen zu lassen. Denken wir daran. Das Leben respektiert.